Einen schönen guten Abend aus von meiner Seite. Genau richtig zum Beginn meines Vortrages geht der Wecker ab von meinem iPad. Eigentlicherweise. Danke auch an dir, Danny, für den fantastischen Vortrag. Ich habe zwar die Folien schon von dir einmal bekommen, aber es ist immer wieder extrem interessant, noch einmal deine Motivation, wenn du darüber sprichst, erleben zu dürfen. Auch ein herzliches Dank natürlich an die Fachhochschule Ioneum für die Einladung, bei diesem Event dabei sein zu dürfen. Bis jetzt war ich ja passiver, sehr, sehr aktiver, passiver Teilnehmer, Zuhörer, jetzt zum ersten Mal als Speaker dabei. Auch an die Organisatoren möchte ich ja einerseits ein großes Lob aussprechen und mich andererseits natürlich auch bedanken, weil ich war jetzt nicht immer so leicht zu erreichen und habe die Vorgaben, die dann an mich gestellt worden sind, von wegen Video und Foto nicht gleich zeitgemäß erfüllen können. Ja, die Zeit ist knapp bemessen mit 15 Minuten, deshalb möchte ich jetzt auch meinen Bildschirm teilen. Prinzipiell geht es darum, dass ich mir natürlich jetzt für diesen Vortrag die Verletzungsstatistiken angeschaut habe. Hier habe ich ja vor allem zwei Statistiken herangezogen. Einerseits von UEFA, den Injury Report, und zum anderen dann die Bundesliga-Statistiken. Wenn man sich die Training Injury Report anschaut und auch die Verletzungsinjury in der Spiele von der UEFA, dann sieht man, wenn man die letzten 10 Jahre miteinander vergleicht, dass es von 2001, 2002 bis 2010, 2011 sich diese, sowohl was jetzt die Schwere als auch die Häufigkeit der Verletzungen bei den Top-Clubs in Europa anbelangt, es hier kaum Unterschiede gegeben hat. Und dann mit dem Jahr 2010, 2011 sieht man dann auch gleich, dass es dann hier klar nach unten gegangen ist, dass es hier dann dementsprechend weniger Verletzungen gegeben hat. Und mit dem Jahr 2015, 16 aber leider ist wieder zu einem Anstieg, sowohl was die Häufigkeit der Verletzung als auch was das Fehlen der Spieler beim Training und beim Spiel anbelangt, als auch was die Schwere der Verletzung ausgemacht hat. Hier gibt es dann die verschiedensten Ansatzpunkte. Vielleicht noch kurz zum Jahr 2021. Und hat im 2001, 2000, Jahr 2021 gab es bei den Top-Clubs in Europa, das sind also alle Champions League-Clubs, die bei diesem UEFA Injury Report teilnehmen, 52% der Verletzungen im Training, 22% aller Verletzungen waren schwere Verletzungen, die jetzt eine längere Absenz des Spielers als einen Monat ausgemacht haben. Davon waren 51% Muskelverletzungen und 22% Bandverletzungen. Für mich ganz, ganz, ganz wesentlich, jetzt auch in einem Übergang dann zu, wie kann man diese Verletzungen dann vorbeugen. 76% aller Verletzungen in der letzten Saison bei den Champions League Clubs waren Non-Contact-Verletzungen und nur 24 Verletzungen wurden durch Zweikämpfe, also durch Kontakt, verursacht. Und ein weiterer wesentlicher Punkt meiner Meinung nach ist, dass man herausgefunden hat, dass 33 bis 35% dieser Verletzungen sogenannte Overuse-Syndrom-Verletzungen sind. Dieser Statistik sieht man aber auch ganz, ganz klar, diese UEFA-Statistik, dass es extreme, extreme Unterschiede gibt bei den einzelnen Vereinen. Also es gibt Vereine, die haben gerade mal 8 verletzte Spieler über die Saison und andere, die nagen dann quasi schon an fast 99 schwere Verletzungen über die Saison. In der deutschen Bundesliga ist es so, dass vom Jahr 2015 bis zum letzten Jahr, zu der letzten Saison betrachtet, die durchschnittlichen Ausfalltage pro Spieler pro Mannschaft von 43,95 Tagen auf 51,65 kontinuierlich gestiegen sind. Also selbst im Pandemiejahr, in der Pandemiesaison 2020/21 oder 2019/20 ist hier die Verletzten-Statistik nicht nach unten gegangen.
Ja, was kann man jetzt also tun, um Verletzungen zu minimieren? Zum einen natürlich ein ganz ein wesentlicher Faktor besteht darin, die Risiken zu erkennen, jedes einzelnen Spielers oder jeder einzelnen Spielerin und diese zu minimieren. Das ist einfach fantastisch, auch im Zusammenhang mit Dennis' Vortrag zu sehen, wie ganzheitlich mittlerweile ein Trainerteam aufgestellt ist, wie ganzheitlich die Daten erfasst sind. Ich habe mich mit der Vorbereitung auf diesen Vortrag ein wenig schwer getan, von welcher Seite ich jetzt tatsächlich die Verletzungsprävention angehen und betrachten möchte. Es gibt die verschiedensten Zugänge. Zum einen natürlich der Zugang, der jetzt direkt aus der Sportmedizin kommt, dann jener aus der Sportphysiotherapie, aus der therapeutischen Sicht, jene natürlich, die jetzt das mehr in den sportwissenschaftlichen Bereich hingeht. Und schlussendlich habe ich mich entschlossen, das Ganze aus der sportbiologischen Betrachtungsweise anzugehen. Und habe mir dabei die Frage gestellt, wenn wir von Hochleistungssport sprechen, wenn wir von Fußball sprechen in der heutigen Zeit, wo gerade dieser Raumzeitdruck, wo Geschwindigkeit, die Anzahl der wirklich hochintensiven Läufe, Beschleunigungen, Abbremsvermögen und auch meiner Meinung nach immer stärker steigende Druck, emotional, mental und auch sozial eine große Rolle spielt, habe ich mir die Frage gestellt, welche Systeme sind denn die hier am meisten Stress einerseits ausgesetzt sind und andererseits aber auch regulativ eingreifen müssen, also als Bioregulatoren eingreifen. Und hier möchte ich in einer Art hierarchischen Ordnung natürlich an erster Stelle das Zentralnervensystem erwähnen. Also der Bereich des autonomen Nervensystems genauso mit dem Zentralnervensystem, zum Beispiel Sympathikus, Parasympathikus, aber natürlich auch das sensormotorische System, wo es hier dabei geht, wie werden die Gelenke angesteuert, wie werden mehrere Gelenke angesteuert, also wie kommt es jetzt eigentlich überhaupt zu einer lokalen Stabilisation oder zu einer globalen Stabilisation jetzt bei einem Fußballer, wenn er den Ball behaupten muss zum Beispiel oder einen raschen Richtungswechsel macht. Die gesamten motorischen Einheiten sind natürlich hierbei zu erwähnen, aber natürlich auch die kognitiven, die mentale und die emotionalen Bereiche. Als nächstes in dieser Hierarchie, wenn es um das Thema Stressoren und Belastung geht und die Steuerung zwischen der Belastung und Erholung, sie ist natürlich dann das Hormonsystem. Das heißt, hier an erster Stelle wären natürlich die Stresshormone, die Katecholamine zu erwähnen, aber ganz klar auch, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht, Wachstumshormon, Testosteron und wenn es um die Energiebereitstellung geht, die großen metabolischen Hormone, Insulin, Glukagon, Schilddrüsenhormone und klarerweise, wir sprechen natürlich jetzt von bewusst gezieltem Stress, den wir dem Fußball aussetzen möchten. Dieser bewusste Stress erzeugt dann auch in den einzelnen Zellen, in den einzelnen Gewebe Mikroentzündungen, Mikroverletzungen und da kommen dann auch noch die Gewebshormone zum Spielen. Der dritte Aspekt in dieser Hierarchie, den man betrachten kann und analysieren kann, wo natürlich dann große Risiko Bereiche auftreten können, ist dann natürlich dann der Stütz- und Bewegungsapparat. Hierbei haben sie natürlich sämtliche sportmotorische Tests bewährt, aber auch physiotherapeutische Tests. Ich spreche hier jetzt von Muskelfunktionsdiagnostik nach Kendall oder nach Janda. Ist ja zwar schon, Janda ist zwar schon ein bisschen veraltet, hat aber meiner Meinung nach, wenn es um die Diagnostik von einzelnen Muskeln in der Funktion geht, noch immer eine große Bedeutung. Hier geht es aber auch darum, dass Fehlansteuerungen ganz, ganz klar auch erkannt werden können. Kommt es zum Beispiel bei der Kniebeuge oder bei Niedersprungbewegungen zu einem Kollabieren jetzt des Kniegelenks in sogenannte Valgusposition, kann das Kniegelenk stabilisiert werden. Das heißt also, hier haben wir dann natürlich auch, können wir auch über Beinachsen reden oder auch
dementsprechend über Beinlängen, über die Wirbelsäulenpositionen, Beckenpositionen und all diese Faktoren, Haltung im Allgemeinen, spielen dann im Zusammenhang mit dem Fasziensystem als nächstes eine wesentliche Rolle. Und dieses System kann man natürlich auch ganz, ganz klar diagnostizieren. In Zeiten wie diesen, glaube ich, brauche ich dann nicht mich großartig über das Immunsystem auslassen. Also über das Immunsystem ist in den letzten Jahren, denke ich, aufgrund von Corona mehr als genug auch gesagt worden. Auch hier hat uns aber Corona ganz, ganz klar im Profifußball gezeigt, dass es ganz, ganz, ganz große spezifische Unterschiede gegeben hat zwischen einzelnen Fußballern. Solche, die quasi auch bis heute noch völlig frei von Corona sind und auch noch keine Antikörper gebildet haben, fast ein Wunder, könnte man sagen. Und solche, die mittlerweile schon die dritte und vierte oder vierte Corona-Infektion erleiden mussten und das, obwohl sie vollständig immunisiert gewesen sind. Und zum Schluss natürlich, wo kommt die ganze Energie her? Das metabolische System, das heißt das Verdauungsapparat. Hierbei können zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten eine Rolle spielen, aber auch Nährstoffdefizite. Und immer mehr in letzter Zeit wird der Einfluss des sogenannten Mikrobioms auf die Leistungsfähigkeit sowohl körperlicher als auch auf geistiger Art besprochen. So, von welchen Tests spreche ich jetzt, wenn ich das auf die einzelnen Systeme, die ich vorher angedeutet habe, beziehe? Ich spreche jetzt nur von Tests, die ich selbst durchgeführt habe, die ich auch bei den Vereinen angewandt habe und von denen ich überzeugt bin, dass sie dann auch tatsächlich mir valide Daten geben und dass ich auch tatsächlich, dass einfach die Reliabilität gewährleistet ist, dass ich auch tatsächlich das teste, was ich testen möchte. Also zum Thema Zentralnervensystem, Danny arbeitet mit FirstBeat und FirstBeat arbeitet hier auch mit der Herzfrequenzvariabilität. Das ist für mich ein wichtiger Faktor, um jetzt das Zusammenspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus und den Erholungsbereich feststellen zu können. Man kann aber auch ganz, ganz einfache psychologische Stresstypentests machen, zum Beispiel nach Selye oder wenn ich eher mehr in den so komplexeren Testbereich oder die Testbatterien des Zentralnervensystems hineinschauen möchte, kann ich ganz, ganz einfache Handkrafttests machen oder Drop-Jump-Tests mit einem relativ hohen apparativen Aufwand, kann ich zum Beispiel auch Gehirnströmmessungen oder Omega-Wave-Tests machen. All diese Bereiche, all diese Tests haben eine meiner Meinung nach sehr große Bedeutung. Etwas schwieriger wird es natürlich dann schon, wenn es darum geht, das Hormonsystem zu testen, also wirklich den Hormonstatus eines Spielers oder einer Spielerin festzustellen, erfordert natürlich Bluttests. Es gab vor einer gewissen Zeit, vor 6, 7 Jahren, den Versuch, den Testosteronspiegel und auch das, was dann Testosteron in der embryonalen Entwicklung beim Gehirn dann als positiven Einfluss bezogen auf den Sport verursacht, nämlich, dass ich eine bessere Orientierungsfähigkeit habe und dass ich auch eine bessere Regenerationsfähigkeit habe, über den sogenannten D2, D4-Ratio herzustellen. Das heißt, also man hat den vierten Finger verglichen, also den Zeigefinger mit dem Ringfinger. Und je nachdem, wie hier das Längenverhältnis ist, hat man gesagt, du hast während deiner embryonalen Entwicklung mehr Testosteron abbekommen und deshalb ist dein Gehirn auch mehr Testosteron ausgeprägt. Ja, zum Thema Stütz- und Bewegungsapparat, glaube ich, da muss ich mich jetzt nicht großartig auslassen. Da gibt es ganz, 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 ganz unterschiedliche, wirklich wunderbare Tests, um herauszufinden, ob der Bewegungsapparat, ob die Muskulatur tatsächlich dem entspricht, wie ich es mir vorstelle für den Spieler, für seine Position, für die Mannschaft. Ein wenig hierbei möchte ich allerdings doch anmerken, dass es mittlerweile, dass meiner Meinung nach Tests gemacht werden, die mehr Aktionismus darstellen, dass sie tatsächlich dann wirklich so fußballspezifisch sind oder tatsächlich dann eine Aussagekraft haben,
Also mit einem Functional Muscle Screen kann ich jetzt auch als ausgebildeter Sporttherapeut und Physiotherapeut und Athletiktrainer relativ wenig anfangen. Da würde ich dann schon eher sagen, man sollte zu reproduzierbaren Tests, die dann auch ganz spezifisch sind, greifen, wie zum Beispiel TMG, also Tensormyographie. Oder natürlich kann ich die Daten über den Bewegungsapparat, über externes Monitoring und über Videos bekommen. Immunsystem muss ich leider wieder dann aufs Blut zurückkommen. Das heißt also, ohne Blutabnahme, ohne Blutbestimmung werde ich nicht viele Parameter meines Immunsystems bestimmen können. Hierbei sind die T-Lymphozyten auf alle Fälle bekannt bei den meisten von uns. Weniger bekannt allerdings sind zwei Parameter, die ich bei Sportlern, Fußballern einsetze, die immer wieder krank sind, die mit langwierigen und schwierigen Verletzungen, vielleicht mit Überlastungssyndromen zu kämpfen haben. Ich denke hier zum Beispiel an die Schambeinentzündung, also Pubitis oder Symphitis. Und diese beiden Parameter heißen RANTES und CP. Bei diesen beiden Parametern wird einerseits, also beim CP-Wert, der sogenannte Carbamylproteinwert, wird der oxidative Stress des Blutes genommen. Das heißt, wie viel Kapazität hat mein Organismus überhaupt noch, um auf zellulärer Ebene mit den Belastungen fertig zu werden. Und der RANTES-Wert, der zeigt mir dann ganz, ganz klar an, wie hoch der Entzündungswert im Gewebe ist, also nicht im Blut zirkuliert, das heißt quasi schon vom Organismus bearbeitet werden kann, sondern noch im Gewebe sitzt. Und je höher natürlich dieser RANTES-Wert ist, desto schwieriger wird es dann auch für den Fußballer, diese Verletzung auszukurieren. Beim metabolischen System ist das dann wieder relativ schwierig, also Nahrungsmittelunverträglichkeitstests durchzuführen, sind schwierig. Natürlich, wenn ich jetzt eine klare Nahrungsmittelallergie habe, ist auf Laktat, auf Laktose oder auf Gluten, dann sind diese Tests leicht durchzuführen. Circa 20% der Gesamtbevölkerung, natürlich dann auch bei den Fußballern, hat eben eine Glutenunverträglichkeit, ungefähr gleich hoch, sogar ein bisschen höher ist eine Laktose. Und Unverträglichkeit. Aber das sagt doch nichts darüber aus, dass ich nicht vielleicht auf ganz bestimmte andere Lebensmittel einfach nur empfindlich reagieren kann. Und da hat sich meiner Meinung nach der York-Test bzw. die Dunkelfeldmikroskopie extrem gut etabliert, um einfach auch diese Vorstufen zu den Allergien oder zu den Unverträglichkeiten feststellen zu können. Bei zwei meiner momentan fast ja, interessantesten Fußballer, die ich betreue, habe ich jetzt auch, und das ist ja auch in der Einleitung, in der Anmoderation gesagt worden, einen Gentest durchführen lassen, einen ziemlich aufwendigen Gentest, der dann einen 200-Seiten-Report zur Verfügung steht, wo dann ganz, ganz klar die genetische Disposition der Fußballer zum Ausdruck gekommen ist. Hierbei möchte ich dann ganz, ganz klar sagen, dass alles, was hier genetisch festgestellt worden ist, dass es hier nur eine Veranlagung ist oder eine wie es schon heißt, auch ein Samen, der dann irgendwo gepflanzt ist, damit dieser Samen dann aber auch austreiben kann und sich dementsprechend entwickeln kann, braucht jede genetische Disposition aber auch den dementsprechenden Reiz beziehungsweise auch die dementsprechenden Einflussfaktoren, um dann eben sich in die eine oder andere Richtung entwickeln zu können. Aber es ist schon sehr, sehr interessant zu sehen, bei einem Fußballer, der hatte zum Beispiel ein extrem gut ausgeprägtes Regenerationsgen und der war natürlich auch dann derjenige, der von sich behauptet, ja, dass er eigentlich, selbst wenn die Spiele 120 Minuten gedauert hat, er dann am nächsten Tag schon wieder spielen hätte können. Ja, was sind jetzt meiner Meinung nach die Hauptrisikofaktoren für Verletzungen?
Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr breit gefächert. Jetzt gibt es sehr breit gefächerte Möglichkeiten und das muss man auch wieder von mehreren Seiten betrachten. Aber klar ist, die Verletzungen gehören zum Spiel und sind Teil der Karriere. Ein wesentlicher Punkt hierbei sind natürlich vorangegangene Verletzungen beziehungsweise die Spielerhistorie. Wie viele Verletzungen hat er im Laufe seiner Karriere schon erlebt? In welchen Bereichen waren diese Verletzungen und wie schwer waren die? Aber ein unumstrittener Punkt, und der wird auch immer wieder gerade von der UEFA in diesem Injury Report auch erwähnt, ist, dass es einen eindeutigen Zusammenhang gibt mit der Häufigkeit von Verletzungen in Fußballmannschaften und Änderungen im Trainerteam. Also jedes Mal, wenn ein neuer Trainer kommt oder auch ein neuer Athletiktrainer kommt, dann kam es auch leider zu Häufungen bei den Verletzten. Ganz ein wichtiger Punkt ist zusätzlich die Anzahl der Spieler, natürlich inklusive der internationalen Bewerbe. Das habe ich erst gestern mit einem guten Bekannten von mir, einem ehemaligen Bundesliga-Fußballer und Trainer, diskutiert. Also das ist absolut ein Punkt, den man eigentlich diskutieren müsste. Speziell die Anzahl der Länderspiele ist in den letzten Jahren sehr, 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 sehr stark gestiegen und damit natürlich auch die Anzahl der Spiele insgesamt in Kombination mit den Reisen, mit den Zeitumstellungen etc. macht das einen wesentlichen Faktor aus als zusätzlichen Stressor. Was natürlich schon eine Rolle spielt, ist die Änderung im sozialen Umfeld eines Spielers, also Vereinswechsel, aber auch natürlich eine Statusänderung innerhalb der Mannschaft. Wenn sich jetzt jemand von einem Stammspieler plötzlich nur mehr zu einem Ersatzspieler oder gar zu einem Update-Spieler, Upgrade-Spieler entwickelt. Oder wenn ein junger Spieler zu einer Mannschaft dazukommt, in den Profikader und sehr viel profilieren möchte, dann erkennt man auch in dieser Zeit ein höheres Risiko zu Verletzungen. Wenn jetzt natürlich Spieler sogar den Sprach- oder Kulturkreis wechseln müssen, dann ist es sicher am Anfang auch ein sehr, sehr starker sozialer Stress, der sich auf die körperliche Verfassung des Spielers auswirken kann. Das Alter, ein wesentlicher Faktor natürlich, aber nicht nur das Alter in Jahren, sondern das Alter auch in Spieljahren, also wie viele Profijahre hat der Spieler schon in seinen Beinen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und last but not least in diesem Zusammenhang natürlich auch der persönliche Lebensstil. Es gibt halt sehr, sehr professionelle Fußballer und dann gibt es die Profifußballer, die halt weniger professionell leben. Auch die Konzentrationstypen, die Dänisch angesprochen hat, ob jetzt jemand ein Sprinter-Typ ist oder ein Ausdauertyp oder wie wir wissen natürlich auch die ethnische Rasse hat ebenfalls einen Einfluss auf die Verletzungen. Was kann ich zusammenfassend euch mitgeben? Wichtig natürlich ist, gerade am Beginn einer Saison oder wenn ein Spieler neu zur Mannschaft kommt, dass ich eine klare Ist-Analyse des Spielers durchführe. Hierbei möchte ich aber doch noch einmal auf die Reliabilität der Tests ansprechen. Ich entwickle dann für die Mannschaft ein für mich aussagekräftiges Monitoring-System, also welche Tests wann, wie oft, dass ich dann natürlich dann mit den dementsprechenden Monitoring-Systemen evaluiere und die objektiven Daten sammle und diese Ergebnisse auch immer wieder, wie Dennis schon gesagt hat, es ist jetzt mittlerweile Standard, dass der Spieler mit der Mannschaft oder mit sich selbst oder mit ganz bestimmten Zeitabschnitten verglichen wird. Aber die besten Test-, Analyse- und Monitoring-Systeme ersetzen meiner Meinung nach nicht das persönliche Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Betreuerteam untereinander und natürlich dem Trainer und dem Betreuer. Team und dem Spieler bzw. der Spielerin. Damit wäre ich schon am Ende meines Vortrags.